Traktorpulling, die Bauernformel 1, ländlicher Volkssport Nummer 1 in den Vereinigten Staaten, wird seit dem Debüt 1977 auf dem holländischen Flevohof auch in Europa immer beliebter, verbreitet sich in den 12 Jahren über den ganzen Kontinent. Zur Europameisterschaft 1989 kehrt Traktorpulling zum Flevohof zurück, mit einem PS-Feuerwerk, wie ihn zuvor kein Traktorsportler je sah. Die starken Schlepper sind nur zu einem Zweck geschaffen, über die Ziellinie durch die Büsche. Das höchste ist der Full Pull, 100 Meter, ungebremst. Mit Traktoren, Marke Eigenbau, freie Klasse, nur Gewichtslimit und Sicherheitsbeschränkung. Motorenart und Anzahl egal, ob einmal, zweimal oder gleich siebenmal, alles erlaubt. Oder Superstocks, sieht aus wie frisch vom Acker. Unter dem Blechkleid steckt immer noch der serienmäßige Motorblock. Aber sonst kannst du die Serie vergessen. Hochkarätige Tuning-Technik mit bis zu 3 Turbos für Wahnsinnsladedrücke weit über 10 Bar. Der primäre Gegner, ein tonnenschwerer Bremsschlitten mit einer schlechten Angewohnheit. Je weiter du ihn ziehst, desto schwerer lässt er sich ziehen. Fahrstreckenabhängig steigt sein Zugwiderstand. Holland, Poldergebiet am Eiselmeer, Dorado für Angler, Surf- und Segelsportler und zweimal jährlich Traktorpulling. Hatte der Gouverneur der Provinz Flevoland die Europameisterschaft eröffnet, fallen die ersten Regentropfen. Der Schwede Gold Tiger bringt als zweiter Teilnehmer in der freien Klasse bis 3,4 Tonnen den ersten Full Pull noch einigermaßen trocken unter Dach. Noch wenig später prasseln wolkenbruchartige Regenschauer nieder. Die Europameisterschaft wird unterbrochen. NTTO-Funktionäre haben die Bahn zwar mit Plastikfolien rasch abgedeckt, doch die glänzende Vorbereitung des holländischen Verbandes droht förmlich ins Wasser zu fallen. Nach dem ersten Wolkenbruch hat Petrus dann Einsicht. Die düsteren Wolken ziehen weiter, die Veranstaltung kann fortgesetzt werden. Der Brite Dave Prince zur Ausgangslage in der freien Klasse 3,4 Tonnen. Mit den untermotorisierten Traktoren und seinem Doppel Allison Atlantic Invader mit immerhin rund 3000 PS zählt er auch dazu, müsste die Taktik stimmen, kommt es auf den Fahrer an. Denn Full Pull im ersten Durchgang hat er zwar in der Tasche, aber underpowered sieht er sich im Verhältnis zu diesem hier. Ein Kinderspiel ist der Full Pull für Eugen Kiemele, der seine 3 Motoren für je 2000 PS stark hält. Hier geht's schon schwerer, beim Vorjahreschamp Edgar Dijkstra, der mit Ach und Krach den 12-Zylinder Rolls-Royce über die Ziellinie wuchtet. Piet Boer mit Smokey Bear, White Horse und Alligator ergänzen das holländische Quartett. Really underpowered, trotzdem Full Pull für diesen Schweizer. Klar auch bei der Musik. Brian Armistead mit Turbogriffen. Der sollte auch dabei sein, doch es kommt die erste Abweichung von der Papierform. Alle Taktik hilft nicht, der Allison spielt nicht mit. Dabei hatte Hubert Eggert, deutscher Vizemeister, den Firestones auf seinem Firestone extra für die Europameisterschaft noch einen Sonderschliff verpasst. Im heimischen Bad Leer, wo er im Zivilberuf ein Busunternehmen managt. Team, der hat schon Probleme bereitet. Was war da? Ich schätze, dass eine Laufbuchse gerissen ist oder sowas.
Also nur ein Deutscher im Stechen, immerhin der klare Favorit. Vier Holländer, zwei Briten. Für den Vizetitel ein Schweizer, ein Schwede als Kanonenfutter. Christian Andersson, drei Small Block Chevy 8-Zylinder auf Gold Tiger. Erster Start zum Stechen, underpowered gegen overpowered. Der Schwede stellt das Gespann bei 79,39 ab. Tractor Pulling, that's life. Und live geht hier jede Chance flöten. Alligator aus der Bahn und disqualifiziert. Dave Prince, konzentrierte Taktik, aber falsch ballastiert. Die Schnauze von Atlantic Invader klebt förmlich am Boden und dem Briten bleiben 1,48 Meter Nachsehen auf Christian Andersons Marke. Pete Buhr, holländischer Meister mit zwei Chevy Big Blocks. Blowers und Alkoholeinspritzung spenden extra Power. Der Gastgeber größte Trumpfkarte. Ob hier die Taktik stimmt, der Start wie aus dem Bilderbuch. Auch das erscheint den Experten optimal. Hätte aber jetzt den beherzten Einsatz der Einzelradbremse erfordert. Out of bounds. Zweiter Holländer draußen. Alkohol für Kiemeles Rennmotor. Gut, klar, die Bahn war sehr glitschig oder oberschmierig. Also war auf jeden Fall nicht gut zum Fahren und bin voll auf Risiko gefahren. Vor allem mit dem rechten Fuß auf der rechten Hinterradbremse und mit dem Gashebel noch nicht mal am Anschlag. Full Pull, weil gut ballastiert. Und PS genug, um ein paar davon für geraden Kurs zu verbremsen. Titelverteidiger Rhinosaurus mit dem Merlin. Er schlägt den Allison von Whitehorse, ist für seine Verhältnisse optimal unterwegs, landet aber bei 72,68, weit weg von Kimmels Full Pull und 6,71 hinter dem Schweden. Für die Dieselgilde Muni, für das Schweizer Kreuz Rudi Plattner auf dem Europaparkett. Aber hier schon beerdigt er mindestens die 5 Meter, die ihm hinten auf Whitehorse fehlen werden. Zu spät die volle Dieselpower freigegeben an der Kupplung. Dennoch gehört der Schweizer mit 57,38 im Stecken zur besseren Hälfte des starken Feldes. Turbolader und Einspritzung für einen Jagdbombermotor. Der Helm für Brian Armistead. Britanniens Ehre mit dem Vizetitel zu schmücken. Gold Tiger zu knacken und wieder am Start 5 Meter beerdigt. Jetzt erst beißen die Reifen. Die wertvollsten Meter zur Beschleunigung sind verschenkt und die Gewichtsverteilung scheint auch nicht vom Besten. 74,52 mit Desperate Dan, Platz 4. Die Marke des Schweden hat einem gewaltigen Ansturm von Briten und Holländern standgehalten. Eine Sensation ist die Vizemeisterschaft für Christian Andersen. The absolute number one European champion, 3.4, 939. Museum Cup from Germany. Pausensnack für die Zuschauer. Freie Klasse bis 900 Kilo, genannt Minis. 7 Holländer, 2 Deutsche, 1 Engländer. Und hier wird etwas anders gewertet. Während sonst die größere Weite aus den beiden Durchgängen für Sieg und Platzierung zählt, gab es bei dieser EM für die Mini-Puller Punkte für die Platzierung in den Durchgängen. Angeführt von Rabbit Injection ist am Samstag die holländische Armada in Front. Es sind schon gewaltige Kraftpakete, wie hier der aufgemotzte Big Block auf Miss Liberty. 1200 PS machen ihn zum Favorit. Die Wölfe im Schafspelz, der Superstandard 3400 Kilo. Peter Clark von der Windbush Farm in England. Faszinierter Golfer mit einem hervorragenden Handicap, auch im Trekker-Trek. Amtierender Europameister auf dem US-Import Running Deer. Und mit einem glänzenden Pull legt er zum Auftakt dieser Klasse die Latte auf die vollen 100. Peter Daniels quält Green Hucky. Im jüngsten Wettrüsten unter Serienmotorhauben ist dem Deutschen zumindest auf dieser Plattform die Spitze enteilt. European Made, Bram de Piper, Power Made in USA, erstürmt furios die 100. Brutus, auch du mein Sohn, out of bounds. Artjan Korteland
Holländischer Meister parkt den weißen IH spektakulär. GBG Express mit Clark Jr. 5 Meter kürzer als die 100. Christian Lebrun, Rustica. Letzte Chance für Brutus. Und er ist dabei im Stechen der vier Besten in der kleinen Superstandard. Drei IHs und ein Johnny. Jeder Ex-Acker-Diesel, gut für mehr als 1000 Pferde. Drei Turbos sind einer der Schlüssel dafür. Gestartet wird in der Reihenfolge der 100er. Peter Clark heizt die Turbos, kuppelt ein. Da stirbt das Dieselfeuer. I should think probably we have a bit of turbo problem or some gasket has blown in there and let the air go out. Turboschaden, freie Fahrt für die IHs, zwei Holländer und ein Franzose. Taktik und Fahrvermögen wird entscheiden, denn die Leistung stammt durchweg aus der gleichen Quelle, von der Chicagoer Edelschmiede Hypermax. Bram de Piper hält European Made nur mit Mühe in der Bahn, wertvoller Schwung verschenkt und 70-97 für das Protokoll. Und hier wird's vom Franzosen vorgemacht, Christian Lebrun hat fast keine Lenkräder mehr und bleibt dennoch auf der Ideallinie. Verlängert um deutliche 15 Meter. Eine harte Nuss für Brutus und Nervensache für den Fahrer, der sich immerhin schon einen Ausritt geleistet hat und erst im zweiten Anlauf ins Stechen kam. Adrian Korteland knackt die Nuss und wird Champion. Zwei Hackis im Fahrerlager. In der 5,7 ist der Rote gleich dran. Rückblende. Ein Gärtnereianwesen im niederrheinischen Anholt. Hier werden nicht nur Blumen gezüchtet, sondern auch Deutz Diesel PS für Traktorpulling. Und das schon seit einem Jahrzehnt. Paul Daniels, sein Part sind mehr die Rosen und seine Brüder Peter und Franz haben mit Hacki schon so etwas wie eine Legende im deutschen Trecker-Track geschaffen. Den alten 10-Zylinder-Ex-LKW auf dem Abstellgleis unter Glas haben sie aber auch zu zahllosen internationalen Erfolgen geführt. Flevohof 1985, die Sensation ist perfekt. Ich kann es immer noch nicht beschreiben. War der schönste Tag im ganzen Trecker-Track. Vor 3 Jahren haben wir die Möglichkeit schon mal gehabt, sind wir Vizemeister geworden. Und heute hat es gereicht. Peter Daniels mit einem 12-Zylinder auf völlig neuem Hacki hat er nachgerüstet. Trotz Flugzeug und Rennmotoren bei der Konkurrenz ist er dem Deutz Diesel treu geblieben. Hat ihn nochmals gewaltig aufgerissen, bewegt sich an den physikalischen Grenzen des Materials und überschreitet sie zuweilen. Ja, wie ihr gesehen habt, unsere Kurve ist im Arsch. Lagerschaden, ganz feine Haarrisse sind zu sehen. Wir bringen die Montagmorgen sofort weg zur Spezialschleiferei. Wir wollen versuchen, ob sie noch schleifen können. Und sonst wird provisorisch gemacht. Ich will auf alle Fälle am Flevohof dabei sein. Und er ist dabei. Eine Woche hart geschraubt und organisiert. Der Flugzeugjäger mit serienmäßig gerade 450 PS rollt zum Start. 4 gewaltige Abgasturbolader. Power genug für einen astreinen Full Pull. Doch den schaffen andere auch, die für das Stechen weit eher als Favoriten gehandelt werden.